Wie ist es abgelaufen? Schlimm genug. Ich habe ein Boot verloren. Wo ist er hin, Moby Dick? Mein Junge war in diesem Boot, Kapitän Ab. Mein eigener Sohn. Um Himmels Willen, Ab, belassen Sie mir Ihr Schiff für 48 Stunden. Ich will dafür zahlen, eine runde Summe. Nur 48 Stunden, nur zwei kurze Tage, das müssen Sie, das werden Sie auch tun. Mann, ich kann nicht. Ich gehe nicht eher, bis Sie Ja sagen. Sie sollen ja nur für mich tun, was Sie im gleichen Falle auch von mir verlangen würden. Sie haben doch auch einen jungen Kapitän, Ab. Ihr Kind, alter Mann, denken Sie, es wäre Ihr Kind? Kapitän Gardiner, ich kann nicht. Ich tu's nicht. Schon jetzt vergeude ich hier meine Zeit. Leben Sie wohl. Gott helfe Ihnen, Mann. Ich muss weiter. Ich wollte, ich könnt mir verzeihen. So kehrte der fremde Kapitän zu seinem Schiff zurück. Die Rahl, ganz übersprüht von bitteren Meersalztränen, fand keinen Trost. Das sahen wir ihrer stockenden Fahrt und ihrem schmerzlich gewundenen Kurs deutlich an. Rahel weinet über ihre Kinder, dass es ist aus mit ihnen.